Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Tag 1 zu meinen Christmas Vlogs. Und zwar, wie versprochen, zeige ich euch heute, wie ich unser Adventskranz binde. Und ja, ich nehme euch jetzt direkt mit und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, ihr Lieben, alles, was ihr dazu benötigt, ist hier auf dem Tisch. Es ist überhaupt nicht viel. Einmal so eine Platte. Ja, ich habe jetzt hier so eine goldene. Dann gibt es doch diese Kränze, diese Fertigkränze aus Plastik. Dann habe ich von draußen mir ein paar Zweige reingeholt. Dann habe ich hier eine Holzscheibe. Eine Kerze, bei uns gibt es nur eine Kerze dieses Jahr. Dann habe ich hier noch so einen Bärenstrauß, der ist auch unecht. Und dann getrocknete Orangen. Also unser Adventskranz wird dieses Jahr sehr schlicht, aber trotzdem schön. Gut, dann fangen wir mal an. Ich werde jetzt erstmal alles schön zur Seite stellen. So, als erstes nehme ich die Platte. Dann setze ich die Holzscheibe drauf. Dann werde ich meinen Kunstkranz darauf setzen. Nee, das mache ich noch nicht. Denn ich werde den jetzt erstmal ein bisschen auseinanderziehen, weil der ist arg verkutzelt. Ja, das reicht eigentlich schon. Und das Schöne ist, da das ja ein künstlicher ist, ist das ja schon alles mit Draht verarbeitet. Somit kann ich die Zweige sehr, sehr schön verbinden mit diesem Draht, der schon in diesen einzelnen Tannen verarbeitet ist. Und ich brauche kein Draht extra und das ist natürlich richtig klasse. Und somit wird er auch ganz schnell voll und sieht dann auch richtig, richtig hübsch aus. Normalerweise, jedes Jahr habe ich den selber gemacht, selber gebunden und da bin ich wirklich auf die Idee gekommen, dass das auch so wunderbar funktioniert. Also immer die Oberseite benutzen, nie die untere Seite, sondern immer die obere Seite. Das kann man wirklich wunderbar einmal um den Kranz wickeln. Und so mache ich das jetzt mit diesem ganzen Tannenzweig. Wie ihr sehen könnt, der wird richtig schön voll. Gut, so seht ihr das jetzt nicht richtig, aber ich zeige es euch gleich nochmal, wie er dann im Ganzen aussieht. Ist ja klar. Und so könnt ihr natürlich auch euren Türkranz machen, ohne viel Aufwand. Und das geht so schnell. Mache ich erstmal die Schweinerei weg, die ich hier veranstaltet habe. Jetzt nehme ich meine Platte, meine Holzscheibe, lege das Ganze einmal drauf und dann werde ich lediglich ein bisschen schmücken. Und alles, was so absteht, kann man ja noch ein bisschen verbinden. Ich lasse aber auch vieles so, wie es ist. Dann sieht er einfach voller aus.
Er muss ja nicht so akkurat aussehen. Ich finde das eh viel natürlicher. So, die Kerze stelle ich in die Mitte. Und rundherum werde ich einfach nur meine getrockneten Orangen reinlegen. Oder verstecken in den Kranz. Ja, und schon ist unser Adventskranz fertig. Den stelle ich jetzt in die Mitte und jetzt zeige ich euch den Adventskranz. Ja, ihr Lieben, so sieht unser Adventskranz dieses Jahr aus. Das muss ich auf jeden Fall noch verstecken. Und schon ist es passiert. Ja, ich habe noch eine Lichterkette. Die habe ich jetzt hier noch reingesteckt. Das werde ich dann auch noch verstecken. Dann sieht man das nicht. Aber so schnell kann das gehen. Ich finde, es sieht sehr natürlich aus. Und ja, uns reicht es. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, wie ihr sehen konntet, geht das relativ schnell. Und das Haus duftet schön. Oh,